hallo. Imkerkanal Nordhessen Imker. Ich gehe heute erstmal mit Ihnen. Ich würde eigentlich so ein bisschen dokumentieren, was wir hier machen. Datum ist heute der 27.02. Knapp 15 Uhr. Im Moment hat man noch 12 Grad Außentemperatur. Wir wollen hier dran schauen, dass ein Volk auf zwei Land überwindet. Königin ist aus Kirchheim, künstlich besamt. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Ich fange jetzt mal an. Ich muss auch rausschauen. Wir gucken mal, was sich da so drin erwartet. Boden noch sauber machen und dann wäre es das so für die nächsten 2, 3, 4 Wochen erstmal gewesen. Dann warten wir mal, was uns erwartet. Kirchheim sollte eigentlich relativ friedlich sein. Wir können auch mal von oben schauen. Mach mal. Wie sieht das aus? Ein Ableger vom letzten Jahr. Überbau lasse ich eigentlich normalerweise im Winter so drauf, damit die Bienen da wirklich von einer Wabengasse auf die andere ziehen können. Und dann schauen wir jetzt mal, was sich da drin so abspielt. Boden anschauen. Ja, ein bisschen Totenball scheint zu sein, aber dafür machen wir das jetzt auf. Fluchloch ist aber frei. Wie gesagt, meine Bienen sind eigentlich alle. Angefangen habe ich mit dem ersten vom Bruno Bindler aus Kirchheim. Habe dann von Michael Blei nochmal zugekauft, Königin. Und daraus ist eigentlich jetzt die ganze Geschichte entstanden. Meine Wirtschaftsbürger habe ich vom Bindler und von Michael letztes Jahr gezogen. Ich muss aber sagen, ich habe mir nicht notiert, welche Königin jetzt unbedingt vom Bindler war und welche von Blein, weil die kommen dies Jahr nach einem Jahr, verschwinden die sowieso. Ist noch schön Futter drin. Bienen suchen aber auch schon. Die tragen jetzt um. Zweite Wabe voll.
ne? Dritte Wabe auch noch schön voll. Königin war noch nicht zu sehen. Gezeichnet. Kirchheimer Mädel, künstlich besamt. Ich hoffe mal, ihr könnt sie sehen. Man hat auch schon, wenn man das sehen kann, ein schön verdeckeltes Brutnest in dem Bereich. Aber das sollte jetzt für heute auch gewesen sein. Folie wieder drauf. Ja, und alles schön. Man sieht eigentlich, mit Kirchheim kann man relativ gut arbeiten. Wie gesagt, es ist 13 Grad. Die bösen alten Tanten vom letzten Jahr sind alle noch im Volk drin. Ich hatte auch schon Bienen. Wäre das jetzt nicht so möglich gewesen, fliegt mal eine ums Gesicht rum. Aber alles nett. Also wie gesagt, meine Abstammung, das geht Richtung Michael Blein, Bruno Binder-Köhlhöfer, meine Wirtschaftskönigin. Zum Ziehen habe ich im letzten Jahr, wie gesagt, diese eine von Kirchheim gekauft, künstlich besamt, sowie eine zweite noch. Und dann schwören bei mir auch noch zwei Königinnen von Zelle rum. Die waren auf Neuwerk zum Besamen, zur Begattung. Und ja, Neuwerk, Zelle, eigentlich auch gute Abstammung. Und ich denke mal, dass die Umlaufaktion diesen Sommer auch wieder was schön wird. Und ansonsten frohes Fest, guten Rutsch, frohe Verrichtung.